Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Hans und das sind die Xbox News zum 23. Februar 2020. Ja, es gab schon länger keine Xbox News mehr, deswegen steigen wir auch direkt ein und hier sind eure News. Und da sind wir auch schon bei der ersten News und da geht es um Fortnite, denn Fortnite ist nun in Season 2 in Kapitel 2 gestartet, was im Fokus von Top Secret steht. Ja, es gibt natürlich wieder jede Menge neue Outfits, neue Exclusive-Sachen und vor allem gibt es auch neue lackierte Waffen. Also das Ganze zum Nachlesen unten in der Videobeschreibung. Also hier Season 2 mit Kapitel 2 in Fortnite. Viel Spaß damit. Und da sind wir schon bei meiner nächsten News und da geht es mal wieder um PUBG. Ja, PUBG hat es mal wieder in die Xbox News geschafft, hier aber auch mit einer Ausnahme, denn ab sofort könnt ihr über die PDS-Server nicht nur den Team Deathmatch-Modus spielen, der jetzt ab sofort neu in der 6.2er-Update-Version enthalten ist, sondern ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, endlich eine Cross-Party zu starten. Crossplay ging ja schon länger, also zwischen Xbox und PlayStation. Jetzt könnt ihr allerdings auch noch sogar eure Freunde von der PlayStation oder halt von der PlayStation auf die Xbox mit einladen. Also das sollte jetzt auf jeden Fall möglich sein. Einfach mal abchecken. Ich habe aber auch gelesen, verfolgt das Ganze zwar nicht mehr so hundertprozentig, aber ich habe auch mitbekommen, dass da irgendwie ein Patch nötig ist. Irgendwas funktioniert da mal wieder nicht so richtig. Aber das ist ja auch nur auf den PDS-Servern derzeit der Fall. Deswegen, da soll zum März, Anfang März, soll noch ein Update, ein Hotfix kommen. Was da genau beinhaltet, weiß ich natürlich nicht. Aber alles zum Nachlesen zu Update 6.2 findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und da sind wir bei meinem nächsten Thema und da geht es um Call of Duty Modern Warfare. Denn seit dem Update zur Season 2 gibt es ja diesen neuen Abschnitt, wenn man das Spiel startet, ganz am Anfang. Und der nennt sich ja irgendwie Geheim. Was sich dahinter verbirgt, ist natürlich, also viele Spekulationen, dass es ein Battle Royale Modus sein wird. Und dieser soll wohl am 10. März starten. Der 10. März würde natürlich passen, denn dienstags bekommt immer so die neuesten Updates in Call of Duty und deswegen könnte das hier natürlich auch sehr wohl sein, dass das am Dienstag, dem 10. März dann starten könnte. Wie gesagt, das sind nur Spekulationen. Ich hoffe natürlich auch und bin auch ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt. Wir werden es sehen. Das zu Call of Duty. Und dann kommen wir zu meinem nächsten Thema und da geht es mal wieder um Gears 5, denn in Gears 5 steht ein großes Update an, das Operations 3 Update. Und das hat jetzt einen Release-Termin bekommen. Das soll nämlich der 31. März 2020 sein. Alle weiteren Informationen zum Operations 3 Update findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze dann nochmal nachlesen. Und bei meinem nächsten Thema, da geht es ganz kurz um das Xbox Insider-Programm. Denn ihr fragt mich ja immer, wann kommt das nächste Update, wann ist es soweit? Und ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, denn Delta und Omega, die beiden letzten Ringe in dem Insider-Programm, haben jetzt aktuell das neue Februar-Update erhalten. Das heißt also, nächste Woche gehe ich davon aus, wenn nichts Großes mehr passiert oder irgendwelche großen Bugs noch reinkommen, dann werdet ihr alle das neue Februar-Update erhalten. Dies als kleine Info und wie gesagt, ich vermute es, weil ihr immer danach fragt. Und dann sind wir beim nächsten Thema und da geht es um den Xbox Game Pass für die Konsole. Denn, ihr wisst es, für den PC gibt es auch einen Game Pass, aber ich wollte die News jetzt nur auf den Konsolenpass beschränken. Denn hier werden uns jetzt auf jeden Fall ein paar Spiele verlassen. Tomb Raider ist dabei, Just Cause 4 ist dabei, Sneak Pass, Fallout 3 und auch The Elder Scrolls ist ebenfalls dabei. Was rausfliegen wird, genauso wie Batman Return to Arkham, wird ebenfalls verschwinden. Also wenn ihr die noch spielen wollt, dann ab sofort habt ihr noch etwas Zeit dafür, denn diese werden dann bald aus dem Game Pass der Konsole verschwinden. Und da sind wir bei meinem nächsten Thema, denn ihr wisst es, ich bin ein leidenschaftlicher Ark-Spieler und Ark bekommt jetzt einen neuen DLC nochmal und zwar da kommt Genesis Part 1. Der soll am 25. Februar, wenn denn alles klappt, endlich mal starten, denn es wurde ja zweimal verschoben, vom Dezember auf den Januar, vom Januar jetzt in den Februar und jetzt am 25. Februar, also kommenden Dienstag, soll es dann endlich soweit sein, dass Ark mit Part 1 für Genesis endlich startet. Also, einfach mal Augen offen halten, ob am 25. Februar den kommenden Dienstag auch etwas startet. Ich bin gespannt. Ich kenne Ark und das ist nicht immer selbstverständlich, dass die Sachen auch am Tag, wo man es sagt, erscheinen. So viel zu Ark. Hey, pst, aufgepasst. Noch eine kleine Info in eigener Sache.
ich habe jetzt meinen Podcast. Der ist jetzt auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Deezer und auf allen fast anderen Plattformen. Sogar auf Google Podcast kannst du den finden. Sucht einfach mal die Plauderecke, mein Podcast. Wenn du den nicht verpassen willst, einfach mal danach schauen. In einer der Podcast-Apps wirst du ihn schon finden. Danke. Und über eine Bewertung würde ich mich freuen. Dankeschön. Cheers. So, das soll es gewesen sein mit meinem Xbox News Video für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr hier auf keinen Fall solche weiteren Videos verpassen könnt. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, dann eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers.